Diejenigen, die bei den letzten Malen dabei waren, wissen, dass wir immer auch einen Gesprächsanteil haben. Wir haben ja gestartet mit zwei Professoren und dann haben wir ein bisschen Medien gemacht und das kam bei vielen an. Und deswegen freue ich mich heute, Kai Diekmann hier zu haben als unseren besonderen Gesprächsgast. Die Hürde zum vor dem Abendessen, aber ich sehe Sie. Das ist alle echt schon eine undankbare Aufgabe, zwischen Ihnen und Ihrem Dinner zu stehen. Das ist die Verpflichtung für uns, es nicht allzu lange zu machen und deswegen freue ich mich. Da Kai Diekmann wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, müssen Sie jetzt ertragen, dass ich ihn duze. Ostwestfalen. Ja, er kommt aus Ostwestfalen-Lippe, aus der Stadt, von der er einen Artikel mal geschrieben hat, dass es sie nicht gibt, die heißt Bielefeld und ich kann Ihnen sagen, wenn du nicht, also in Bielefeld kann man auch irgendwie, ne? Man kann doch, oder? Wunderbar. Wir haben noch mehrere Bielefelder. Herr Gent, wo sind Sie? Ich sehe Sie gerade. Da ist noch ein Bielefelder, ne? Also du bist nicht alleine hier. der Präsident hat ja gerade schon deinen bewegten beruflichen Werdegang beschrieben. Also Journalist, jetzt Unternehmer. Wie würdest du dich denn jetzt eigentlich tatsächlich mal selber beschreiben? Also tatsächlich ist es, glaube ich, so, wenn man einmal Journalist gewesen ist, dann legt man das nicht mehr ab. Ich habe mich immer gewundert und wirklich, ich bin 31 Jahre bei Springer gewesen, 2 Jahre Chefredakteur der Welt am Sonntag und 16 Jahre an der Spitze von Bild. Ich habe mich bis zum Ende regelmäßig kneifen müssen, weil ich es mir immer noch nicht vorstellen konnte, dass ich für das, was ich so leidenschaftlich gerne mache, auch noch ordentlich bezahlt werde. Und insofern ist das doch eine Sache, die in einem drinsteckt, die ich mir auch nicht irgendwann ausgedacht habe, dass ich das machen möchte, sondern seitdem ich 14, 15 Jahre alt gewesen bin, habe ich geschrieben, habe ich fotografiert und hatte das Bedürfnis, mich anderen mitzuteilen. Du bist ja jemand, der den Wandel in der Medienwelt ein bisschen mitgebracht hat. Also hier im Raum sitzen viele, die meinen oder die der festen Überzeugung sind, Handelsblatt und Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn man da vormittags erscheint in der Printausgabe, dann hat man Breitenwirkung. Was hält der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung von einem solchen Judiz? Also ich glaube, es gibt nichts Gefährlicheres und wir reden ja in diesen Tagen viel über Filterblasen und Blasen. Ich glaube, es gibt nichts Gefährlicheres als den gedruckten Pressespiegel, weil der einem immer wieder einen Eindruck von der gefühlten eigenen Wichtigkeit oder der gefühlten Wichtigkeit, der gefühlten Prominenz eines Problems gibt, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Zum einen nicht, weil man nicht feststellen kann, wie in den originalen Medien ein Sachverhalt tatsächlich eingeordnet ist und zum anderen, weil die gedruckten Medien natürlich nur noch einen geringen Teil dessen ausmachen, was heute Öffentlichkeit ist. Der Pressespiegel blendet grundsätzlich, oder ich sag mal in 95% aller Fälle aus, was in sozialen Medien passiert. Und die sozialen Medien, also Facebook, Twitter, Instagram, haben heute eine unglaublich große Bedeutung. Also um dort einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen, um zu wissen, was dort passiert und wie sich Kommunikation an dieser Stelle auch verändert. Noch vor 10 Jahren wurden in Deutschland jeden Tag 28 Millionen Zeitungen verkauft. Wir waren wirklich ein Paradies für Zeitungen. Heute sind das unter 15 Millionen Exemplare. Unter 15 Millionen Exemplare. Gleichzeitig sind heute allein auf Facebook 31 Millionen Deutsche, davon 23 Millionen Daily Active, die jeden Tag dort sind und Zeit verbringen. Wenn man sich das dann noch über die Generationen hinweg anschaut, dann ist das wirklich ein dramatisches Bild. Die Millennials sind heute fast nur noch über Social Media zu erreichen. Und wenn wir von den Millennials reden, dann sind das nicht mehr die 15-Jährigen, sondern die Millennials sind inzwischen 38 Jahre alt. Das umfasst 2 Generationen. 40% der Mitarbeiter der Deutschen Bank beispielsweise sind inzwischen Millennials. Und wenn man diese Zahlen sich vor Augen führt, dann erahnt man, was für ein Paradigmenwechsel im Bereich der Medien stattgefunden hat. Aber okay, ich sag mal so, aber wenn ich den Bundesarbeitsminister erreichen will, was ich Kampeter kritisiert, Heil, dann bin ich immer noch der Auffassung, es ist vernünftiger, das über die Frankfurter Allgemeine oder das Handelsblatt zu machen. Du würdest also sagen, ich bin ein Depp und ich sollte das über Social Media
machen. Ist es wirklich so, dass man beides vergleichen kann? Sind die Zielgruppen nicht unterschiedlich? Du hast ja gesagt, die Millennials sind diejenigen, die Social Media affin sind. Also so Ältere wie ich, offensichtlich, die ab und zu noch mal eine Zeitung in die Hand nehmen. Muss man da nicht differenzierter vorgehen und schließt das eine das andere aus? Oder habe ich da was missverstanden? Also man muss zunächst einmal begreifen, was da passiert ist. Also ich bin Jahrgang 1964 und ich sage immer von mir, ich bin der meiste Deutsche. Es gibt von keinem anderen Jahrgang so viele wie von denen, die im Jahr 1964 auf die Welt gekommen sind. Und meine Generation, wir sind mit fixen Informationsritualen aufgewachsen. Also das heißt morgens eine Zeitung und abends die Tagesschau oder Heute gucken. Wir haben auch gelernt, eine Zeitung zu dekodieren. Keiner von uns käme ja auf die Idee, die FAZ, die Süddeutsche oder das Handelsblatt, jede Seite von links oben nach rechts unten durchzulesen, sondern wir sind in der Lage, eine Zeitung durchzublättern und festzustellen, was ist für uns relevant, was will ich lesen, was interessiert mich. Ich habe auch begriffen, dass es eine Bedeutung hat, wenn etwas auf Seite 1 steht oder eben nicht auf Seite 1, auf 2, 3, was die Wichtigkeit, was die Relevanz angeht. Dies ist in der jüngeren Generation völlig anders. Die jüngere Generation, und wie gesagt, das sind zwei Generationen, die treffen wir nicht mehr physisch am Kiosk. Die werden medial völlig anders sozialisiert. Die wachsen auf diesen Plattformen und lernen auch nicht mehr, Informationen sich aktiv zu suchen. Weil der Algorithmus sorgt ja dafür, dass sie all die Informationen, die vermeintlich für sie interessant sind, ihnen präsentiert werden. Das heißt, die Inhalte müssen sie finden. Und das heißt im Umkehrschluss, was sie nicht findet, ist für sie auch nicht relevant. Eine Zeitung ist immer ein Bundle, ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ich versuche hier ein Massenpublikum zu erreichen. Über Social Media funktioniert das völlig anders, weil ich sehr zielgerichtet genau die Leute erreiche, die ich erreichen will. Und das zieht sich im Übrigen durch jedes Medium, was es heute gibt. Ich nehme mal das Beispiel Fernsehen. Ich bin noch mit Wetten, dass groß geworden und es war selbstverständlich, dass sich am Samstagabend drei Generationen um Wetten, dass versammelt hat. Also dieses eine Lagerfeuer, an das wir uns alle setzen und über das wir uns dann auch gemeinsam unterhalten können. Ich habe 4 Kinder. Seitdem es bei uns zu Hause Apple TV und Netflix gibt, ist lineares Fernsehen tot. Und ich meine nicht, die gucken weniger lineares Fernsehen, sondern die gucken das überhaupt nicht mehr. Bei uns ist vor einigen Wochen das WLAN ausgefallen. Das war für meine Kinder eine Riesenkatastrophe. Mein 14-Jähriger rief mich an und sagte, Papa, ich bin voll das Opfer. Ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken. Und zwar das, was die wollen, dass ich schaue. Das heißt, wer einmal selbstbestimmt sein Programm zusammengestellt hat, wer das gemacht hat, der kehrt nie wieder zu linearem Fernsehen zurück. Und diese Art von Paradigmenwechsel in der Mediennutzung, den muss ich begreifen, wenn ich erfolgreich kommunizieren will. Es kommt noch was anderes hinzu. Wenn du sagst, du kritisierst jemanden und du machst das besser über die FAZ oder über das Handelsblatt, dann bist du erstmal darauf angewiesen, dass die FAZ oder das Handelsblatt dich auch fragt. Dass sie die richtigen Fragen stellen, dass sie dann auch das Ding so verpacken, dass es morgen dann auch genau die Botschaft ist, die du eigentlich rüberbringen willst. Und das ist eigentlich das, was mit Social Media passiert ist. Was ist denn der Kern von Journalismus? Wer sind wir in der alten Welt gewesen? Mal unabhängig vom Geschäftsmodell. In der alten Welt sind wir diejenigen gewesen, Navigatoren, die waren Navigationschefs. Richtig, wir haben darüber entschieden, wir waren die Gatekeeper. Wir haben darüber entschieden, wer mit welchen Inhalten Zugang zu einem Massenpublikum bekommt. Du brauchtest in der alten Welt eine Fernsehstation oder eine Druckerei, um ein Massenpublikum erreichen zu können. Das ist mit Social Media vorbei. Social Media stellt diese Infrastruktur bereit. Twitter ist, wenn man es richtig nutzt, eine FAZ oder ein Handelsblatt. Und Facebook Live funktioniert wie ein Werbesender. Was ist also die große Chance? Wenn ich mein Publikum erreichen will, bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass mir irgendein klassisches Medium die richtigen Fragen stellt. Sondern im virtuellen Kiosk, und das ist das, was das Internet ist, trete ich als Absender, trete ich als Unternehmen, als CEO oder was auch immer, gleichberechtigt neben die klassischen Medienmarken. Und das ist eine
Riesenchance. Wer macht das denn weltweit, ob man das mag oder nicht, wer macht das weltweit am erfolgreichsten? Donald Trump. Donald Trump hat auf Twitter, allein auf Twitter, 54 Millionen Follower. 54 Millionen Follower. Das ist mehr als die größte Zeitung der USA, die New York Times, und mehr als der größte Sender der USA, die CNN. Es ist Donald Trump völlig egal, was die klassischen Medien links und rechts neben ihm berichten. Ja. Die benutzt er zur Befeuerung seiner eigenen Kommunikation. Ich frage dich auch zu Donald Trump, aber du musst mich ab und zu Wort kommen lassen. Nein, überhaupt nicht. Guck mal, als wir vorher drüber gesprochen waren, hast du nicht gesagt, dass ich dich zu Wort kommen lassen würde. Entschuldigung, dass wir vergessen haben, dieses Detail der Absprache noch etwas fixen. Ich will es mal in die BDA-Sphäre übersetzen. Hier sitzen ja viele, die auch Personalverantwortung tragen, sei es als Unternehmenslenker oder sei es im Vorstand als HR-Verantwortliche. Was du uns ja eigentlich mitteilst, ist, dass alle unsere Kommunikationsmaßnahmen für Neueinstellungen ausschließlich über Social Media in die Zielgruppe reingreifen, die wir einstellen. Das ist ja mal so. Früher haben wir ja, ich weiß ja auch, früher haben wir eine Stellenanzeige geschaltet, jetzt gehen wir über andere Kanäle. Ist es so, darf ich das jetzt mal für die BDA-Sphäre so zusammenfassen? Vergesst Printmedien, vergesst audiovisuell, geht, wenn ihr neue Mitarbeiter erreichen wollt, wenn ihr ein Image verteilen wollt, über Social Media. Ist das also die Botschaft? Wir wollen jetzt nicht über Trump reden, sondern hier sind Leute, die Geld verdienen, mit solchen Dingen gute Talente in ihr Unternehmen zu holen. Ehrlicherweise ja. Wenn du die jüngere Generation erreichen willst, dann kommst du an Social Media nicht mehr vorbei. Wir erreichen die physisch überhaupt nicht mehr im Kiosk und erreichst sie auch nicht mehr über lineares Fernsehen. Was ist denn eine der großen Herausforderungen für die Zukunft? Den richtigen Nachwuchs zu finden. Und da reden wir genau über die Millennials, die ich nur noch über diese Bühnen erreiche. Das ist aber ja auch eine große Chance, weil ich sie dort eben auch erreichen kann. Und auch auf diese Art und Weise über Social Media mit dem eigenen Unternehmen zu kommunizieren und das gleich nach draußen darzustellen, kann eine Riesenchance sein. Ich rede mal über jemanden, der es aus meiner Sicht sehr gut macht. Das ist der Joe Kaeser. Joe Kaeser ist auf Twitter, Siemens hat, glaube ich, um die 375.000 Beschäftigte. Allein die Art und Weise, wie er sich selber in seinem Twitter-Handle beschreibt, nämlich nicht schreibt, ich bin der CEO von Siemens, sondern dieser schöne Satz, I'm one of 375.000 dedicated Siemens employees. Da geht doch jedem seiner Mitarbeiter das Herz auf. Ich sage dir mal, ein altes Führungsinstrument ist Mitarbeiterfrühstück. Ne, Mitarbeiterfrühstück, ne, um einzeln herauszuheben, um ein Signal zu geben, ich kommuniziere mit meinen Mitarbeitern, ich habe das Ohr bei den Mitarbeitern, ich höre dazu, ich bin ansprechbar. Die Wirkung in Unternehmen mit zigtausend Mitarbeitern ist ja sehr begrenzt. Da musst du eine Menge Mitarbeiterfrühstücke machen, damit das eine Wirkung hat. Du erreichst die Mitarbeiter auch nicht in der Unternehmens-App. Ne, jedes anständige Unternehmen hat natürlich eine Mitarbeiter-App. Haben wir bei Springer auch gehabt. Wo sind die Mitarbeiter nicht? In der Mitarbeiter-App, weil es dort langweilig ist. Wo sind die? Auf Instagram. Also macht es Sinn, sie auch auf Instagram anzusprechen. Was meinst du, was das für einen Mitarbeiter bedeutet, wenn er sieht, dass sein CEO einen Kommentar von ihm liked, kommentiert, antwortet? Und das gibt ja gleich ein ungeheures Signal in die gesamte Belegschaft. Das heißt, ich habe die Chance, sowohl mit meinen eigenen Mitarbeitern dort zu kommunizieren, als auch nach draußen ein Beispiel zu geben, was für ein cooles Unternehmen ich bin, was für eine Unternehmenskultur ich bin. Ich habe aber einen Eindruck, für deine Kommunikation brauchst du nicht ausschließlich Social Media. Du machst es mir heute als Moderator wirklich super schwer. Im Übrigen hast du einen Fehler gemacht. Du hast den falschen Vorstand von Siemens erwähnt. Joe Kaeser ist nicht bei uns Mitglied, sondern Janina Kugel. Und die macht auch eine coole Präsenz auf Internet. Das will ich an dieser Stelle auch machen. Also, als anständiger Hauptgeschäftsführer muss ich diesen Fehler. Du bist aber jetzt ein bisschen, du hast schon das zweite Teil angerissen, nämlich du gehörst zu denjenigen, von denen ich frecherweise behauptet, die haben sich neu entdeckt. Als ich dich gesehen habe, bevor du in die USA gekommen bist, du hast zur Begrüßung gesagt, eine Krawatte lege ich hier heute an. Ja, das musst du nicht von mir erwarten. Da hast du immer eine Krawatte, drei Teile an, bist mit der S-Klasse vorgefahren zu Helmut Kohl in vierte Etage. Da warst du noch bei Bild. Dann bist du in Silicon Valley gewesen. Ich habe dich nur noch gesehen mit Hoodies und einem Bart, wo du wahrscheinlich heute Abend hier gar nicht reingekommen wärst, weil die Sicherheit dich aufgehalten hat. Also da war irgendetwas. Warum hat dich so ein Aufenthalt in den USA so fundamental verändert? Jetzt marschierst du, der Bart ist ab, ja?
also so ein bisschen retro ist es auch. Aber was ist das für so ein Erweckungserlebnis? Es sind ja viele, die regelmäßig da hinweisen. Herr Störk beispielsweise organisiert Reisen. Aber du warst ein ganzes Jahr da. Warum hat dich dieses Jahr oder dieser Aufenthalt so fundamental auch als Mensch und in deiner unternehmerischen Disposition, in deinem Managementverhalten so fundamental verändert? Weil der Aufenthalt ein Stück weit seinerzeit, es ist jetzt 5 Jahre her, dass wir hingegangen sind und 4 Jahre, dass wir zurückgekommen sind, ein Stück weit ein Schock für mich war. Ich habe schon vorher gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber ich habe nicht gewusst, wie radikal die Veränderungen sein werden, die aus dem Silicon Valley zu uns kommen. Und wie schnell sie zu uns kommen. Das Silicon Valley funktioniert ja am Ende so ein Stück weit wie ein Zukunftslaboratorium. Das heißt, viele der Anwendungen, die mit einer Zeitverzögerung von 1, 2, 3 Jahren erst zu uns kommen, werden dort schon gelebt und werden dort ausprobiert. Und ich habe das an ganz einfachen Dingen gesehen, wie tief die digitale Technologie in unsere Lebensgewohnheiten eingreifen wird. Und davon wird kein Bereich ausgenommen sein. Ich erinnere mich, beispielsweise gab es damals schon eine Anwendung OpenTable, wird der eine oder andere von Ihnen kennen, das ist ein Restaurant-Reservierungstool, eine App auf dem Handy. Und ich hatte eine amerikanische Assistentin und hatte die gebeten, für meine Familie und mich in unserem Lieblingsitaliener einen Tisch zu bestellen. Und dann hat sie bei OpenTable reingeguckt und hat mir mitgeteilt, tut mir leid, Freitagabend ist alles reserviert. Da habe ich ihr gesagt, ist kein Problem, ruf den Wirt an, der kennt uns, it's the crazy German family with many kids. Dann hat er einen Tisch. Die hat mich angeguckt wie ein Auto, weil die Vorstellung, dass man in einem Restaurant auch anrufen kann und fragen kann, ob noch ein Tisch frei ist, war für sie eine völlig absurde Vorstellung. Und an so kleinen Details haben wir eben gesehen, meine Güte, was passiert da? Ich werde auch nie vergessen, als am 1. Oktober 2012 die Straßen in Kalifornien zugelassen wurden für experimentelle Fahrten mit den selbstfahrenden Autos. Und da gab es natürlich eine Pressekonferenz mit dem Governor und den beiden Gründern von Google, Larry Page und Sergey Brin. Und natürlich kam dann die Journalistenfrage, was ist denn jetzt, wenn es mit so einem selbstfahrenden Auto an einer roten Ampel zu einem Unfall kommt? Wer hat dann Schuld? Und die Antwort des Governors war, Politiker, dafür werden wir wohl eine gesetzliche Regelung finden müssen. Und daraufhin sagte Larry Page, brauchen wir nicht. Wenn unsere selbstfahrenden Autos auf der Straße sind, wird es an roten Ampeln keine Unfälle mehr geben. Daraufhin sagte Sergey Brin, das ist falsch. Wenn unsere selbstfahrenden Autos auf der Straße sind, wird es keine Ampeln mehr geben. Und das war ein Moment, wo ich begriffen habe, wie radikal der Anspruch des Silicon Valley ist, unsere Lebensverhältnisse und die Art und Weise, wie wir leben, zu verändern. Und sehr konkret in meiner Branche habe ich gesehen, was passiert, wenn man sich nicht verändert. Wenn man sich nicht selber verändert, dann wird man verändert und schlimmstenfalls überflüssig. Und genau das ist den Kollegen, vielen Publishern in den USA passiert. Gut, vielleicht machen wir hier mal den Einschub, weil du hast ja berichtet, was das bedeutet, wenn du erst digital wirst, also und dann mobil, was das für die Erträge bedeutet. Damit, hier sitzen ja unternehmerisch verantwortlich tätige Männer und Frauen, damit mal die Veränderung in deiner Branche mal so in Zahlen gefasst wird. Also was hat das bewirkt an Revenues, Rückgang? Also zunächst einmal haben wir mit der Digitalisierung natürlich Vertriebserlöse verloren. Also schlicht und ergreifend, das Verkaufen von Papier ist ein hervorragendes Geschäftsmodell gewesen. Also ehrlicherweise hat sich unsere Branche dort über Jahrzehnte eine goldene Nase verdient. Und ganz egal, ob das die Bild-Zeitung ist, die FAZ oder die Regionalzeitung. Das ist ein großartiges Geschäftsmodell, Bäume zu fällen, aus den Bäumen Papier zu machen, dieses Papier mit Nachrichten zu bedrucken, über Nacht an zigtausende Kioske zu karren und den Leuten nach Sonnenaufgang zu erzählen, was gestern passiert ist. Aber nochmal, versuchst du einfach mal in Zahlen zu sagen. Wie viel Prozent deines Umsatzes ist in jeder Stufe der Digitalisierung deines Printmediums dir verloren gegangen? Also du weißt ja, dass wir keine Einzelzahlen ausweisen für Bild. aber ich sag's mal anders. Google und Facebook alleine haben 65% des gesamten digitalen Werbekuchens, teilen sich diese zwei Giganten. Die schlimmere Zahl ist, dass von jedem Dollar, der im letzten Jahr als Wachstum
im digitalen Werbemarkt dazugekommen ist, sich Google und Facebook 95 Cent geholt haben. Das sind die Zahlen, die wir uns angucken müssen. Wenn man sich anguckt, einen ganz anderen Bereich, Retail, Amazon steht jetzt bereits für 45% des gesamten E-Commerces in den USA. Ich würde noch mal zurück auf Talent kommen. Du hast vorhin, wenn du da in Kalifornien bist, dann... Aber lass mich noch mal eine Sache sagen. Ich führe doch das Gespräch jetzt hier. Nein. Oder? Also... Ja. Aber es ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, weil das ist das. Du also Kai Diekmann wird von Kampeter nicht im Zaum gehalten. Das ist das Thema des Abends. Also was möchtest du noch sagen, Kai? Du hast mich gefragt, was da passiert ist mit Silicon Valley. Okay. Und das, was viele amerikanische Publisher gemacht haben, die haben ihr Geschäftsmodell, was vermeintlich noch erfolgreich war, bis auf den letzten Blutstropfen verteidigt. Und gesagt, warum sollten wir Inhalte kostenlos ins Netz stellen, wenn ich damit meine eigene Auflage, meinen eigenen Vertriebserfolg, mein eigenes Anzeigengeschäft gefährde. Und was ist an der Stelle passiert? Sie haben über sich einen digitalen Raum geöffnet, der dann von Digital-Only-Companies sofort besetzt worden ist. Companies, die sich einfach auf der grünen Wiese gegründet haben, die nichts zu verlieren haben und diesen digitalen Raum besetzt haben. Das ist dann die Huffington Post, das ist BuzzFeed, das sind andere. Und deshalb gibt es heute ganze Städte in den USA, in denen es überhaupt keine gedruckte Zeitung mehr gibt und diese Publisher haben es auch nicht geschafft. Und das war für uns dann eine ganz wichtige Erkenntnis zu sagen, wir müssen uns so schnell wie möglich digitalisieren und müssen dafür auch in Kauf nehmen, dass wir das bisherige erfolgreiche Geschäft ins Risiko stellen. Das heißt, wir bauen unser digitales Geschäft auf. Wir machen die digitalen Inhalte attraktiv. Wir machen die zugänglicher. Wir machen die umfassender. Und nehmen dafür in Kauf, dass die gedruckte Auflage oder der Rückgang der gedruckten Auflage sich beschleunigt. Das ist auch passiert. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Als ich Chefredakteur 2001 geworden bin, hat Bild 4,4 Millionen Exemplare am Kiosk verkauft. Heute sind es gerade mal noch 1,6. Gleichzeitig ist es uns aber gelungen, ein digitales Geschäft aufzubauen. Wir haben es verhindern können, dass andere Player in das Geschäft kommen und haben heute nicht nur monatlich 36 Millionen Kontakte mit der Marke Bild, das heißt, wir haben die höchste Reichweite unserer Geschichte, dank der Digitalisierung, sondern es ist uns auch noch gelungen, dort ein Geschäftsmodell zu implementieren, nämlich einen Großteil des Inhaltes über ein digitales Abonnement anzubieten und dort heute 400.000 vollzahlende digitale Abonnenten zu haben. Talent, also hier nochmal BDA, wir machen mit den Menschen was, wir alle Weiterbildungs- und Fortbildungsstrategien werden hier konsolidiert. MINT Zukunft schaffen, also eine Sache, wo wir für technische Berufe Werbung. Wir hören aber immer mehr von Unternehmen, dass sie im globalen Wettbewerb stehen mit den Tech-Unternehmen, die unter anderem da in Kalifornien sind. Kannst du mal so ein bisschen die Situation, wie wird Talent in Kalifornien bewertet? Was hast du da so wahrgenommen? Und vergleich das mal mit der deutschen Erfahrung, wie wir hier versuchen, Talent in unsere Unternehmen zu kriegen. Du hast ja selber Personalverantwortung bei Springer in größerem Umfang gehabt. Ich glaube, es sind ganz viele andere kulturelle Voraussetzungen, die eine Rolle spielen. Das ist jetzt auch schon fast wieder ein No-Brainer. Es ist beispielsweise eine völlig andere Fehlerkultur. Also die übliche Fehlerkultur und die ich auch jahrelang geübt habe, war, wenn ein Unternehmen was falsch läuft, da muss man einen Schuldigen suchen, den man bestrafen kann und notfalls auch rausschmeißt. Der Umgang mit Fehlern ist im Silicon Valley ein völlig anderer. Im Gegenteil. Es gibt eine Fehlerkultur, die lautet, ich muss Fehler machen, um dann Erfolg haben zu können. Also nur, wenn ich bereit bin, Dinge zu riskieren, zu experimentieren, bin ich am Ende auch erfolgreich und deswegen brauche ich eine bestimmte Fehlerkultur. Technologie hat einen völlig anderen Stellenwert. Ich habe häufig den Eindruck, dass wenn wir in Deutschland über neue Technologien reden, dass wir zuerst über die Risiken sprechen und dann über die Chancen, die sich daraus ergeben. Für mich im Übrigen ein irrsinniges Phänomen in dem Land, das mal so stolz gewesen ist auf seine Ingenieurskunst und auf seine Erfindungen. Drittens, der Stellenwert von Unternehmertum. Im Silicon Valley kommt es überhaupt nicht darauf an, wer ist am sportlichsten, wer ist am reichsten,
wer ist am hübschesten, sondern wer hat schon mal ein Unternehmen gegründet. An der Stanford University finden Sie buchstäblich keinen Studenten, der nicht so rum oder so rum schon irgendwie mal ein Unternehmen gegründet hat. Die flachen Hierarchien, die komplett flachen Hierarchien. Also warum habe ich mich verändert? Ich hatte bei Bild einen ganz einfachen Führungsgrundsatz. Und der hat über ein Jahrzehnt lang hervorragend funktioniert. Und der lautete, in meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Das funktioniert. Das glaube ich dir sofort, dass du das versucht hast umzusetzen. Also, ja. Das funktioniert in der digitalen Welt überhaupt nicht. Also auch dort dezentral statt zentral zu denken, dem kulturellen Bedürfnissen von Mitarbeitern Rechnung zu tragen, wo ganz viele Dinge, die für uns wichtig sind, überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und wo wir uns radikal umstellen müssen. Also ich weiß, über Jahre habe ich mich mit Mitarbeitern über die Frage gestritten, ob sie einen Dienstwagen kriegen oder keinen Dienstwagen kriegen. Das spielt bei den jungen Mitarbeitern heute absolut keine Rolle mehr. Der Besitz von Auto ist irrelevant. Es geht darum, von A nach B zu kommen. Aber das, was sich für uns noch mit dem Traum, mit der Vision vom Auto verbunden hat, ist einfach völlig vorbei. Das heißt, welche Freiräume lasse ich in der Arbeit? Ist das ein 9-to-5-Job oder habe ich auch die Möglichkeit, in bestimmten Freiräumen selber kreativ tätig zu sein? All das sind kulturelle Dinge, die bei uns in vielen Bereichen, wenn ich bei uns rede, meine ich eben auch ein Unternehmen bei Bild, über Springer, die noch völlig anders gelagert sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sicher, wir würden das noch eine Stunde weitermachen, aber dann knurren die Magen lauter als unsere Gesprächssituation hier das erlauben würde. Ich bedanke mich erstmal für das Versuch, ihn zu bändigen, muss ich mich entschuldigen, aber ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch mit Kai Diekmann. Mir ist klar, dass du jetzt noch was sagen willst. Du kannst ja zum Schluss kannst du ein bisschen Werbung machen. Du bist ja jetzt Unternehmer. Hier sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Was machst du jetzt eigentlich, wenn du nicht gerade hier auf dem weißen Sofa sitzt? Also was mache ich jetzt eigentlich? Es hieß ja vorhin schon, ich habe eine Digitalagentur gegründet. Wenn ich darüber spreche, dass man heute mit den Tools der digitalen Welt selber Kommunikation betreiben kann, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit. Ich muss es auch können. Also allein die Tatsache, dass ich im KDW eine Leinwand und Acrylfarben kaufen kann, macht mich noch nicht zu einem Picasso. Und so geht es natürlich, das gilt auch für die Tools der digitalen Welt. Und deswegen haben wir ein Unternehmen gegründet, eine Agentur gegründet, wo wir die versammelt haben, die es können, nämlich Journalisten, die Kommunikation für Unternehmen auf den Social-Media-Kanälen machen. Aber ich wollte noch eine letzte Geschichte loswerden. Ja. Eine letzte Geschichte. Weil wir immer drüber reden, wie überlegen uns das Silicon Valley ist und wie wir immer nur zuschauen können und hinterher schauen müssen und so weiter und so fort. Ich bin, als ich in Silicon Valley gegangen bin, nicht alleine gegangen, ich habe meine Familie mitgenommen. Meine Frau und 4 Kinder. Und die mussten am Ende sogar vor mir in Silicon Valley, weil die Schule losging. Und so saß meine Frau mit den Kindern im Hotel, in 2 Doppelzimmern, im Marriott Inn, weil unser Haus noch nicht fertig war. Mit all unserem Gerümpel und Geraffel und kaufte dann in der Zeit auch noch etliches bei IKEA ein. Und nach 4 Wochen war es dann soweit, unser Haus war fertig und sie beauftragte ein örtliches Umzugsunternehmen, doch das gesamte Geraffel und Gerümpel und die neuen Sachen von IKEA aus den beiden Hotelzimmern in unser Haus zu schaffen. Das haben die dann auch getan. Und zwar extremst gründlich. Und meine Frau war von dem Ergebnis ein wenig überrascht. Die haben nämlich nicht nur die Koffer und das Gerümpel und die neuen Kissen von IKEA rübergeräumt, sondern alles, was in diesen beiden Hotelzimmern war. Jeden Fernseher, jedes Bett, jeden Schrank. Jetzt kann man immer noch sagen, okay, das waren Mexikaner und die Spanischkenntnisse meiner Frau sind bescheiden. Das ist das eine. Dass die Herrschaften aber an der Rezeption des Marriott Inn es auch für völlig normal gehalten haben, dass da ein Pickup vorfährt und 2 Hotelzimmer komplett leer räumt. Das hat mir dann gezeigt, dass auch im Silicon Valley am Ende nur mit Wasser gekocht wird. Herzlichen Dank.